Facebook. Im Namen der Republik Österreich möchte ich alle herzlich begrüßen. Franz Morak und Liesl Gehrer haben mich persönlich beauftragt, diese Grüße zu überbringen. Liesl Gehrer möchte euch eines auf den Weg geben. Passt bitte bei den Partys auf. Eine neue Studie des Unterrichtsministeriums hat ergeben, dass pro Party, nachdem nach wie vor nicht aufgepasst wird, 10 Kinder gezeugt werden. Jetzt ist heute diese Veranstaltung von der öffentlichen Hand mit 500 Euro subventioniert worden. 500 komplette Euro. Wenn man sich jetzt vorstellt, und ich habe das bei uns im Club durchrechnen lassen, unsere Budget-Experten und Expertinnen, wäre das Geld für den Eurofighter inklusive Betriebskosten ein absolut unfruchtbares Projekt. In Partys investiert worden. Wären das 10 Millionen Partys wie die heutige gewesen. Auf diesen 10 Millionen Partys wären 100 Millionen Österreicherinnen und Österreicher gezeugt worden. Wie soll sich das ausgehen? Und das ist die Frage, vor der wir stehen. Und solange Leute wie ihr auf Partys nicht besser aufpassen, müssen sich die politisch Verantwortlichen überlegen, ob sie das Geld nicht für was ausgeben, wo weniger passieren kann. Wenn ihr aber durch unglaubliche Sauberkeit heute Abend beweist, dass nur 2 bis 3 Kinder gezeigt werden, dann könnte sich das gerade ausgehen. Und dann könnten wir, wenn alles anders wird und sich der Franz Morak und die Liesl Gehrer nicht mehr überlegen müssen, ob sie zu dieser Veranstaltung oder zu anderen kommen, dann könnte man mit dem Umwidmen anfangen. So, dieses ist meine Botschaft. Bitte denkt drüber nach. Nehmt es ernst. Die Zukunft dieser Republik liegt in euren Händen. Ich danke euch.